Für die Inbetriebnahme und den Ausbau des Berliner Großflughafens BER fehlen einem Zeitungsbericht zufolge bis zu 1 Milliarde Euro. Diesen Finanzbedarf habe die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg nach ersten Schätzungen dem Aufsichtsrat vor Weihnachten mitgeteilt, berichtete die Bild am Sonntag. Allein die Kosten für den Baustellenbetrief und die Einnahmeausfälle beliefen sich auf rund 25 Millionen Euro pro Monat. Bis zur geplanten Eröffnung im Oktober 2020 fehlten so rund 750 Millionen Euro. Zudem benötige der Flughafen weitere Millionen für neue Aufträge zur Fertigstellung und zum beschleunigten Ausbau. Die Kosten sind bereits kräftig gestiegen. Bei Baubeginn im September 2006 war von rund 2,5 Milliarden Euro die Rede, zuletzt dann von rund 6,6 Milliarden Euro. Der Eröffnungstermin wurde immer wieder verschoben.